So, jetzt sind es nur noch vier Aufgaben und dann haben wir auch hier den Skin erreicht. Und dafür müssen wir einmal triff ein schwieriges Ziel des Zielstandes. Dazu gehe ich einfach mal in Masvidarena. Ich glaube, ich mache Masvidarena. Ich gehe einfach an denselben Punkt wie eben auch, weil da ist drumherum eigentlich nicht viel. Von daher dürfte die Aufgabe eigentlich easy machbar sein. Natürlich vorher ein bisschen Loot sammeln, aber das dürfte klar gehen. So, dann danke schon mal jetzt nochmal für den 315. Abonnenten. Hatten wir eben schon mal, aber er hat wohl sein Abo zurückgezogen. Aber trotzdem danke jetzt für 315 Abonnenten. Heißt, wir brauchen noch 5 Abonnenten. Dann kommt für euch schon die 6. Paysafe-Zahl hinzu. Und für die neuen, alle 10 Abonnenten, kommt eine Zahl hinzu. Heißt, bei 320, 330 kommt jeweils eine Zahl hinzu. Und da unten wird immer, solange ich YouTube mache, auf jeden Fall ein Passive-Code stehen. Also, ihr könnt mit dem Geld selber machen, was ihr wollt. Ich verlose keine Skins oder keine Ahnung, Karten oder so. Sondern mit der ist eigentlich wie Bargeld. Und ihr könnt es in der Regel überall einlösen. So, wenn du wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, einfach in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich einmal schnell ein Video gemacht, wo ich mich vorstelle und genau erkläre, wie das genau funktioniert mit dem Code einlösen, gucken, ob der vollständig ist, etc. pp. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder meinen Bekannten. Wer ist denn hier so laut? Ach, hey, Rage Kid. Wir gehen. Ich warte, wo war's? Hier hin. Ich hoffe nur, da landet jetzt keiner mit mir. Weil die meisten gehen logischerweise dahin, dahin, dahin. Aber ich hatte heute schon mal Glück bei der ersten Aufgabe davon. Von daher hoffe ich jetzt einfach, dass ich wieder das Glück habe. Und wie es aussieht, geht hier nämlich keiner hin. Logischerweise immer erst hier ins Haus reingehen wegen dem Loot. Tierweltmeister. Ja, wenn der MP funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Gerade mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Ja, der Schrot definitiv nicht. Munition. Ja, ob es mit einer MP reicht, weiß ich halt nicht. Ich hätte halt schon gerne eine AR, aber hier sehe ich irgendwie keinen. Na toll, noch ein Schrot. Wir probieren es einfach mal mit der MP, dann auch die schwache. Aber solange wir treffen, ist ja alles gut. Ansonsten müsste ich halt nicht schnell zu den anderen Häusern rüber. Oha, das ist echt klein. Aber wie ihr seht, auch das easy zu machen. Ach, da oben fliegt jetzt erst einer rum. Wie gesagt, ich gehe immer zu dem Punkt hier, der habe ich halt die erste Herausforderung gemacht und jetzt auch die zweite. Na, da ist das Ziel weggegangen. Einfach ganz ruhig. Ah. Und dann habt ihr die Aufgabe schon geschafft. Ich würde sagen, ist eigentlich easy zu machen. Hier an der Stelle, wie gesagt, ich bin jetzt hier. Hier dürft ihr die eigentlich immer eure Ruhe haben, weil die fliegen eigentlich alle nur außen rum. Die fliegen Gotham City, Snobby. Also drumherum habt ihr eigentlich genug Orte, wo keiner euch da stören dürfte. Weil die anderen Schießstände sind eigentlich ziemlich nah an den normalen Orten. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich konnte mit dem Video helfen. Wie gesagt, dafür als Gegenzug gerne ein Abo da lassen, Like etc. Man kennt es. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und werde dir auch weiterhin helfen können. In dem Sinne, haut rein.